Ein stürmisches Hallo. Ich bin überglücklich, dass ihr alle dem Aufruf von Bürger für Rügen gefolgt seid, um gegen diesen LNG-Wahnsinn vor unserer Insel Gesicht zu zeigen. Danke. Mein Name ist Birgit Schmiedsack, echte Rüganerin, parteilos. Eine liebende Mutter und Oma. Weil ich meine Zwerge so liebe und sehr besorgt bin, stehe ich hier und kämpfe. Für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder! Es stellt sich mir die Frage, ist LNG Flüssiggas Retter in der Gasnot oder ein Klimakiller? Um russisches Gas zu ersetzen, importiert die EU jetzt mehr Flüssigerdgas aus den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und welche Auswirkungen hat Fracking-Gas auf das Klima? Um den Ausfall, so wird es betitelt, der russischen Gaslieferungen zu kompensieren, wird allein Deutschland 4 neue Terminals für Flüssiggastanker in Betrieb nehmen. Und das vor unserer schönen sowie einzigartigen Insel. Der Einsatz von LNG ist nur als kurzfristige Zwischenlösung gedacht. Doch Experten fürchten, dass die EU das Flüssiggas langfristig nutzen könnte. Schließlich wird Europa jetzt der größte LNG-Importeur der Welt. Und das, obwohl Deutschland bis 2030 für Gaslieferungen aus Russland bezahlt, ohne dass es abgenommen wird. Warum wird also die zweite Leitung von Nord Stream 2 nicht geöffnet, wenn wir es doch bezahlen? Dieses importierte LNG-Gas besteht fast vollständig aus Methan und verursacht fast 10-mal mehr Treibhausgasemissionen als Erdgas, das per Leitung transportiert wird. Laut Andy Georgiou, ein deutscher Anti-Fracking-Aktivist und Berater für Klima- und Energiepolitik, geben dem Gas zwischen 10% und 25% der Energie während des Verflüssigungsprozesses verloren. Und somit ist das Gasterminal eine Gefahr für Natur und Umwelt. Nun erreicht die umweltzerstörende Auswirkung der grünen Energiesabotage auch unsere Insel. Eines der berühmtesten Naturparadiese Norddeutschlands. Im Rahmen der hastigen und blindwütigen Einrichtung einer Infrastruktur zum Import von überteuertem US-Fracking-Gas soll nun auch die idyllische Südküste schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Für das Ziel der Ampelregierung, sich von russischem Gas unabhängig zu machen, ist anscheinend kein Preis zu hoch. Ganze Landstriche werden von dem Großbau betroffen sein, mit fatalen Folgen für Natur und Umwelt. RWE stellt Anfang April neue Pläne vor und will Mitte Mai mit dem Bau beginnen. Allerdings wird der Bund zuvor noch das LNG-Beschleunigungsgesetz ändern, denn die Möglichkeit von Offshore-Plattformen vor Rügens Küste müsse noch darin aufgenommen werden. Im Genehmigungsverfahren sollen auch die möglichen extrem negativen Auswirkungen auf den Naturschutz und damit in der Folge auch auf den Tourismus geprüft werden, da die Pipeline unter anderem quer durch ein europäisches Vogelschutzgebiet verlaufen soll. Moment. Kein Opfer ist zu groß. Schon jetzt kommt es nach Inbetriebnahme der LNG-Terminals in Lubin durch den erhöhten Schiffsverkehr zu nicht übersichtlichen Auswirkungen auf der Insel. Habecks Pläne werden also mit Sicherheit massive Schäden für Natur, Tiere und den Tourismus nach sich ziehen. Auch hier bleibt von all dem grünen Umweltschutz und Klimagefasel nicht mehr viel übrig. Im Namen des fanatisch verfolgten Ziels, sich von russischem Gas zu befreien, ist kein Opfer zu groß und keine Inkonsequenz zu absurd. Im Resultat wird jedoch auf dieses Regierungsvorhaben sowie der gesamte Selbstbetrug der Energiewende
mehr Unheil anrichten, als es zu bekämpfen vorgeht. Und warum? Nur um die Ukraine zu unterstützen und um Russland zu schwächen? Viele wissen nicht den Hintergrund des Krieges der Ukraine. Ich wiederhole mich jetzt vielleicht, aber einige haben es schon mal gehört. Zur Geschichte. 1989 bis 1991. Der Russe erlaubt die Abschaffung der Demarkationslinie zwischen Ost- und Westdeutschland und löst den Warschauer Pakt auf, zieht seine Truppen aus Osteuropa ab und vertraut auf die mündliche Zusage von Hans-Dietrich Genscher, ehemaliger Vizekanzler der BRD, und James Baker, ehemaliger Außenminister der USA. Im Februar 1990, dass die ehemaligen Warschauer Paktmitglieder nicht der NATO beitreten, also keine NATO-Osterweiterung geben wird. Die amerikanischen Truppen hingegen bleiben in Deutschland stationiert. Bis 2004 sind dann fast alle Warschauer Paktmitglieder der NATO beigetreten. Der Russe bleibt ruhig. 2001. Putin macht dem Westen im Deutschen Bundestag, übrigens im fließend deutscher Sprache, ein Angebot für eine enge Partnerschaft, um die Spaltung der Vergangenheit zu überwinden. Alle Bundestagsabgeordneten klatschen begeistert. Der Amerikaner verbietet das. Es gibt mit Weißrussland, der Ukraine und den drei baltischen Staaten einen Puffer zwischen der NATO und Russland. Der Russe bleibt ruhig. 2004. Die baltischen Staaten werden Mitglieder der NATO. Eine erste Verletzung der Pufferzone. Der Russe bleibt ruhig. 2014. Putsch der Westen die russlandfreundliche Regierung der Ukraine aus dem Amt und installiert eine USA-freundliche Regierung, was mittlerweile sogar von den Amerikanern zugegeben wurde. Im gleichen Moment beginnen die USA, allen voran Hunter Biden, Sohn des greisen und halb senilen Präsidenten Joe Biden, die Firmen Monsanto und Blackwater sowie US-Militärberater in die Ukraine zu infiltrieren und eine NATO-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen. Gleichzeitig steigt Hunter Biden in das ukrainische Gasgeschäft ein. Die Verletzung der Pufferzone fand statt. Der Russe bleibt ruhig. 2014. Durch den Putsch der US-Amerikaner genötigt, die Russen hatten in Sewastopol auf der Krim ihre gesamte Schwarzmeerflotte stationiert damals, gab es eine friedliche Besetzung der Krim. Es fiel hingegen aller anderen Darstellungen kein einziger Schuss. Niemand wurde getötet, außer ein paar Krim-Tataren. Sind bis heute 90% der Krim-Einwohner mit diesem Vorgehen einverstanden. 2014 bis 2022. Die Ukraine beschließt mit den freien Asowschen Brigaden, das sind die Hakenkreuzverehrer, konsequent Luhansk und Donetsk. Viele Russen sterben, darunter auch russische Kinder. Die Ukraine zahlt seit 2014 keine Renten mehr in diese Gebiete. Der Geldhahn wird abgedreht. Die Lebensmittelversorgung dieser Gebiete wird anschließend von Russland übernommen. Nichts davon findet Erwähnung in deutschen Medien. 2020, nach dem Vorbild von 2014 in der Ukraine, versucht der Westen nun auch in Weißrussland die Regierung zu stürzen, was jedoch misslingt. Aber es war der dritte Angriff auf die Pufferzone der NATO und Russland. Der Russe bleibt ruhig. 2022. Putin fordert ein letztes Mal eine Garantie, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO wird und dass Donetsk und Luhansk sich weitgehend auf dem Gebiet der Ukraine selbst verwalten dürfen. Dies wird von der USA abgelehnt. Der Russe bleibt jetzt nicht mehr ruhig. Er marschiert in die Ukraine ein, um den Krieg zu beenden, verlangt Putin eine Garantie der Neutralität und eine Entmilitarisierung der Ukraine. Eine Anerkennung von Donetsk und Luhansk als Volksrepubliken, eine Anerkennung der Krim als russisches Hoheitsgebiet und eine Entnazifizierung der Ukraine. Auch das wird von der USA abgelehnt.
gut. Fast geschafft. Dies soll all jenen, die gedankenlos die Lügen und Halbwahrheiten der deutschen, europäischen und der amerikanischen Medien nachplappern, zu denken geben. Vor allem unseren Politikern, die daraufhin mit ihren unsinnigen Sanktionen gegen Russland nun vorhaben, auch unsere Heimat zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen! Nur ein Sanktionsende kann den Teufelskreis durchbrechen. Danke.